Hallo, ich bin Sandra Reiter, Schulungsleiterin bei CareConcept und ich möchte Ihnen heute gerne etwas erzählen über die richtige Pflege bei einer sensiblen Haut oder sogar auch bei einer Haut, die zu Ekzemen oder Ausschlägen neigt. Die Problematik der sensiblen Haut ist, dass das Schutzschild, also die Hornschicht, die unsere Haut von der Umwelt trennt, oftmals gestört ist. Dadurch haben wir dann viel Wasserverlust von innen heraus und manchmal hat man sogar mikrokleine Risse in der Hautoberfläche, wo dann natürlich entsprechende Entzündungen zum Beispiel oder Ausschläge, Reaktionen der Haut die Folge sind. Das heißt, alles, worum es geht bei der empfindlichen Haut oder eben auch der Haut, die zu Ausschlägen neigt, ist, dieses Schutzschild wiederherzustellen, die sogenannte Lipidbarriere zu reparieren und ganz allgemein gesagt die Widerstandskraft der Haut zu stärken, damit sie wieder ins Gleichgewicht kommt und einfach wieder ja, ihre Stabilität zurückerlangt. Das, was wir von innen tun können, ist ein ganz natürliches Mittel, nämlich die Verwendung von essentiellen Fettsäuren. Und das können wir wunderbar in Form von ANP-Kapseln. Da haben wir die Kombination aus essentiellen Fettsäuren Omega-3 und Omega-6. Und zwar in einem sehr ausgewogenen Verhältnis. Warum ist das wichtig? Denn oftmals ist tatsächlich die Lipidbarriere der sensiblen Haut gestört und dann können wir von außen alleine das Problem nicht in den Griff bekommen, weil wir immer den sogenannten transepidermalen Wasserverlust haben. Das heißt, Wasserfeuchtigkeit entweicht, es sind mikroskopisch feine Risse in der Haut und Entzündungen etc. sind die Folge. Und das kann man nachhaltig nur einstellen, indem man die Lipidbarriere repariert, aber auch die Hornschicht, also die äußerste Schicht der Haut in Ordnung bringt. Und die Omega-Fettsäuren können uns da wunderbar unterstützen. Von außen, also die topische Pflege von Environ, dort empfehle ich Ihnen eine Kombination aus sanften, aber nachhaltig wirkenden Produkten. Am besten reinigen Sie Ihre Haut mit der AVST Cleansing Lotion. Das ist eine sehr milde Reinigungsmilch, die Ihre Haut schon bei der Reinigung mit Feuchtigkeit versorgt. Und Sie tonen mit dem AVST Toner, der enthält einen Komplex unterschiedlicher Pflanzenextrakte, die beruhigend und ausgleichend auf Ihre Haut wirken. Zum Pflegen greifen Sie zum AVST 1 Moisturizer. Das ist die erste Stufe in unserem Vitamin A Step-Up-System. Und Vitamin A spielt natürlich auch bei der sensiblen Haut eine zentrale Rolle. Vitamin A ist immer unser Herzstück, denn Vitamin A hilft, die Hautgesundheit wiederherzustellen. Und gerade das ist bei der sensiblen Haut besonders wichtig. Denn die sensible Haut ist definitiv aus dem Gleichgewicht geraten. Also da haben wir wirklich das Problem, dass durch diese Entzündungsprozesse, durch die gestörte Hautbarriere, die Haut regelrecht einfach Stress hat. Neben dem Step-Up-System können Sie natürlich noch andere Produkte ergänzen, um die sensible Haut zu beruhigen. Zum einen steht uns hier das Antioxidantgel zur Verfügung. Antioxidantgel enthält, wie der Name schon sagt, ein Bouquet aus Antioxidantien, die den Zellschutz der Haut verbessern. Und das ist sehr wichtig, denn genau da fehlt es ja der sensiblen Haut. Das heißt, wir können die Haut wunderbar unterstützen, in ihrem Weg wieder robuster und widerstandsfähiger zu werden. Ich würde also zu Beginn der Behandlung das Antioxidantgel unmittelbar nach der Reinigung auftragen und dann die AVST 1 oben drüber. Sollte Ihre Haut tatsächlich Entzündungen aufweisen, dann empfehle ich anstelle des Antioxidantgels oder zusätzlich Kolostrumgel. Kolostrumgel enthält die Vormilch von Kühen in diesem Fall. Und die Vormilch bei allen Säugetieren ist sehr, sehr reich an Antikörpern und abwehrstärkenden Inhaltsstoffen. Und in der Haut sieht es eben so aus, dass Kolostrum die Entzündungen sehr schnell abklingen lässt und die Widerstandskraft der Haut verstärkt. Das bedeutet, Sie verwenden entweder nach der Reinigung das Antioxidantgel und dann am besten eine Mischung aus Kolostrum und AVST. Das können Sie sich als Cocktail mischen.
oder Sie beginnen mit dem Kolostrumgel und lassen das Antioxidantgel erstmal weg. Das heißt, Sie können das immer so ein bisschen, können Sie jonglieren, je nachdem, ob Ihre Haut entzündlich ist oder ausschließlich empfindlich. Wenn Sie die Haut von außen kaschieren wollen, was gibt es zu kaschieren bei der empfindlichen Haut? Im Wesentlichen Rötungen oder manchmal auch leichte, schuppige Stellen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie auf die pflegende Komponente auch schauen. Deshalb empfehle ich hier von Jane Iredale gerne die Liquid Minerals, weil sie einfach ganz viel Feuchtigkeit der Haut liefern und die Haut schön ebenmäßig erscheinen lassen. Und dann das Loose Powder. Loose Powder ist bei der empfindlichen Haut besonders gut geeignet, weil es sich von der Deckkraft her wunderbar verhält. Das heißt, wir haben durch die hohe Pigmentdichte auch eine ausgesprochen gute Deckkraft und trotzdem gleichzeitig eine Strahlkraft. Das heißt, wir haben einen gesunden Schimmer auf der Haut. Als Spray ist am allerbesten das D2O-Spray geeignet. D2O enthält Wirkstoffe, die sich beruhigend und ausgleichend auf die Haut auswirken und natürlich gleichzeitig, wie alle unsere Sprays, die Mineralien sich setzen lassen, sodass Ihr Puder wunderbar mit der Haut verschmilzt, lange hält und dabei auch natürlich aussieht. Achten Sie natürlich auch auf Lichtschutz. Loose Powder liefert Ihnen Lichtschutz. Sollten Sie einmal nur mit den Liquid Minerals arbeiten, dann bitte eine Sonnencreme, am besten die Red von Environ drüber geben, weil gerade die empfindliche Haut natürlich besonders anfällig ist für Schäden durch UV-Strahlen, insbesondere auch Sonnenbrand, weil einfach die Hautoberfläche geschädigt und nicht absolut intakt ist. Wenn Sie dieses Pflegeprogramm einhalten, sollte sich der Zustand Ihrer Haut relativ schnell verbessern, die Haut wird robuster werden, die Widerstandskraft steigt, sodass Sie dann peu à peu auf Kolostrum und auch Antioxidantgel verzichten können und dann im nächsten Schritt, sobald sich Ihre Haut stabilisiert hat, auf LVST2 steigern können.